Liebe Zuschlagerinnen, liebe Zuschlager, ich möchte Ihnen ein kurzes Update zur aktuellen Situation geben. Den Umständen entsprechend ist die Gemeinde Zuschlag gut organisiert und gut vorbereitet. Wir haben die Dienstmannschaft in zwei Gruppen geteilt, die abwechselnd ihre Arbeit verrichten, sodass auch im schlimmsten Fall gewährleistet ist, dass alles funktioniert. Die Wasserversorgung, die Müllabfuhr, die Stromversorgung, alles das sind wichtige Dinge, die immer verfügbar sein müssen und funktionieren müssen. Es haben sich auch Hilfsorganisationen gefunden und Gruppen gebildet, die ihre Dienste anbieten. Jugend am Werk, die Landjugend, die SPÖ, sie alle haben Dienste, wo Einkäufe getätigt werden können. Von der Apotheke, Lebensmittel für Menschen, die zu Hause bleiben sollen, zu Hause bleiben müssen, wird hier großartige Hilfe von den Menschen angeboten. Es gibt auch von der Wirtschaft, vom Handel Initiativen, Mürz Info, also eine neue, kurzfristig geschaffene Homepage, wo darüber berichtet wird, welche Geschäfte offen halten können und welche Geschäfte Lieferdienste anbieten. Bitte schauen Sie auch dieses Angebot durch. Auch im Kabelnetz der Stadtwerke und bei allen medieninteressierten Personen unserer Stadt gibt es ein Sonderprogramm, das Sie im Kabelnetz und im Internet anschauen können. Es wird laufend informiert. Von den verschiedensten Persönlichkeiten gibt es aktuelle Informationen. Es ist schon auch großartig, wie das Zusammenhalten im Zuschlag funktioniert, wie viele Leute bereit sind und fragen, was sie tun können, wie sie helfen können. So werden wir gemeinsam diese schwierige Zeit überstehen. Ich wünsche Ihnen, dass es bald wieder entspannter sein wird. Bleiben Sie zu Hause, bleiben Sie gesund. In der VIVAG Sporthalle Mützzuschlag fanden vom 25. bis 27. Februar die Schulstaatsmeisterschaften im Hallenhockey statt. Folgende Unterstufenteams hatten sich für die Schul-Olympics 2020 qualifiziert: BG Berge Graz-Lichtenfels in der Steiermark, BG Berge Eisenstadt in Burgenland, NMS Gundramsdorf in Niederösterreich, PNMS Töler Tour Treffen in Kärnten, NMS Eugendorf in Salzburg, BAG Landwied in Oberösterreich, BG Berge Kundmanngasse in Wien und BG Berge Mützzuschlag. Bei der Eröffnungsfeier waren einige Vertreter aus dem Schulwesen und vom Hockeyverband anwesend. Die Schulband sorgte für die musikalische Umrahmung. Diese Veranstaltung hat eine sehr hohe Bedeutung für uns, weil es ganz wichtig ist für uns, dass wir im Schulsport verankert sind, dass wir in der Basis da arbeiten und dass wir uns hier richtig gut präsentieren. Ich wünsche euch spannende Spiele, lustige Spiele, viele Freundschaften, die geschlossen werden und letztendlich, dass sich niemand wehtut. Einen schönen Turnierverlauf, alles Gute. An drei Tagen wurden Gruppenspiele, Kreuzspiele und Platzierungsspiele ausgetragen. Man sah spannende Begegnungen mit schönen Aktionen und vielen Toren. Der Einsatz der Burschen war groß. Sie machten Werbung für Hallenhockey. Hallenhockey hat eine ganz eine wichtige Bedeutung, weil es so vielfältig ist. Also die Schüler lernen sportmotorische Fertigkeiten, sie müssen schnell laufen können, sie müssen abbremsen können, sie müssen technische Fertigkeiten besitzen, mit dem Schläger umgehen können. Und es ist natürlich auch eine hohe Anforderung auf die Kondition. Ja, und das macht diese Sportart so vielfältig und so interessant für viele Schülerinnen und Schülerinnen. Okay.
Auf dem Programm stand auch ein Referat der Nationalen Anti-Doping-Agentur im Vortragssaal des Mürzer Gymnasiums. Ein Vertreter der NADA informierte über die Gefahren bei der Einnahme von verbotenen Substanzen und unerlaubten Methoden zur Leistungssteigerung. Teilgenommen haben die Siegermannschaften aus 7 Bundesländern nur Vorarlberg und Tirol Veediken. Aus der Steiermark durfte zusätzlich das Mürzer Hertha-Reich-Gymnasium als Mannschaft vom Veranstaltungsort teilnehmen. Besonders aufregend war das Spiel um Platz 3 zwischen Oberösterreich und Steiermark 2 mit der überraschend starken Mürzzuschlager Mannschaft. Das Hertha-Reich-Gymnasium ging durch einen Penalty mit 1:0 in Führung. Die Oberösterreicher schafften in der zweiten Halbzeit ebenfalls durch einen Strafstoß den Ausgleich. Nach dem 1:1-Endstand wurde das Match durch ein Penalty-Shootout für das Bundesrealgymnasium Landwied aus Oberösterreich entschieden. Für die Heimischen blieb der gute vierte Rang. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir überhaupt so weit kommen, weil dort sind ja die besten Mannschaften aus den Ländern von Salzburg und Kärnten und so, und die haben wir alle geschlagen und deswegen bin ich sehr zufrieden. Besonders achten muss man darauf, dass die Verteidiger gut stehen, dass der Ball gar nicht so nahe an den Torwart kommt und wenn er kommt, dass man ihn schnell wegschießen kann, dass er nicht mehr im Schusskreis ist. Es war lustig, wir hatten sehr viel Spaß mit der Mannschaft. Ja, wir haben vieles erlebt. Im großen Finale kämpften Wien und Niederösterreich um den Turniersieg. Durch gute Technik und intelligentes Spiel sichert sich das Gymnasium Kundmanngasse aus Wien mit einem 7:3 Erfolg den Schulstaatsmeistertitel 2020. Für die funktionierende Organisation der Schulolympics 2020 war Professor Reithofer Kainz mit seinem Team verantwortlich. Ja, wir veranstalten dieses Turnier, weil wir schon lange Hockey spielen in Mürzzuschlag. Wir nehmen jedes Jahr an den Landesmeisterschaften teil mit einer Schulmannschaft und sind da mehr oder weniger erfolgreich. Wir spielen eine unverbindliche Übung am Gymnasium, in diesem Jahr im Unterricht, im Sportunterricht auch sehr viel Hockey. Und wir wurden gefragt, dieses Turnier auszurichten und ja, deshalb haben wir dieses Turnier veranstaltet. Es war eine tolle Hallenhockey-Veranstaltung in der Mürzzuschlager Wiwag Sporthalle. Einkaufen, besonders das beliebte Shoppen, ist es, was auch in den obersteirischen Bezirken großteils eingestellt oder auf ein Minimum reduziert wurde. Wie gehen Einkaufszentren mit dieser Herausforderung um? Ja, schön über, wie Einkaufszentren damit umgehen. Ich kann nur für mich sprechen. Also wir haben den Vorteil, dass wir doch knapp 10 Geschäfte offen halten können. Das sind die ganzen Lebensmittelbereich, das ist der Drogeriemarktbereich, das ist die Fleischerei, das sind die Handyshops, die Tabaktrafik und die M-Drogeriemarkt. Ja, das ist natürlich ein kleiner Teil nur vom gesamten Volumen, aber trotzdem ist das also wichtig,
wichtig für die Region, dass also die Menschen, die hier in der Stadt wohnen, dass die auch ohne Autos hier kommen können, ins EC kommen können und hier eben bei diesen Geschäften einkaufen können. Weiters schauen wir, dass wir für die Kunden und für die Bürgerinnen und Bürger jetzt das Gratisparken haben in der Garage und auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das heißt, die haben jetzt können mit dem Auto auch in die Garage fahren und dadurch etwas eine kleine Erleichterung damit verbunden ist. Welche Schritte wird man jetzt für die Zukunft setzen? Hat man da schon einen Plan entwickelt? Ja, ich gehe davon aus, dass das mit 13. April vorbei sein wird, dass dann wieder ein normaler Geschäftsbetrieb stattfinden wird. Das heißt, alle Geschäfte offen halten können und dass sich das wieder schön langsam dann normalisiert. Und die Aufgabenstellung wird eben sein, dass wir zusätzlich eben weitere Serviceleistungen anbieten werden, die Dienstleistung stärker gehen werden und noch verstärkt Werbung machen wollen, dass die Kunden und die Bürgerinnen und Bürger in der Stadt einkaufen sollen. Das heißt, dass sie also die Firmen, die jetzt auch sehr große Leistungen vollbracht haben oder nach wie vor vollbringen, dass sie auch das schätzen und mehr in der Stadt und regional einkaufen und auch weniger über Internet bestellen. Und von der großen Sache her hoffe ich, dass auch die Politik da ihre Maßnahmen ändert oder die Internetfirmen stärker besteuert, damit eben auch der Preisunterschied nicht mehr so dominant sein wird. Und gibt es seitens der Regierung schon auch Kontakte, die man gemacht hat, damit man auch zu dem kommt, was jetzt am Maßnahmenpaket getroffen wurde? Ja, es laufen intensive Gespräche zwischen dem Shoppingcenter-Verband und dem Handelsverband mit der Regierung. Einerseits, was also jetzt die Mitzahlungen angeht, ob das also von der Regierung übernommen werden wird, was ich hoffe, damit die Mieter ihre Miete bezahlen können und dann auch die Vermieter ihre Verpflichtungen erfüllen können. Das läuft also und hoffe, dass das bis Ende des Monats März geklärt sein wird, wie hier die Regelung sein wird. Bei den kleineren Firmen ist das ja schon geklärt, das heißt bei den Einpersonenunternehmen, dass die also ihre Ausfälle ersetzt bekommen von der Bundesregierung. Spezielle Zeiten brauchen auch spezielle Maßnahmen und da gibt es neben dem regulären Einkaufen auch ein Vorortservice für die Kunden, welches im EC Kapfenberg angeboten wird. Ja, die Versorgung ist ja, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, gerade bei dieser Situation als Nahversorger. Wie reagiert man jetzt auf diese Situation? Also wir haben unser bäuerliches Netzwerk genutzt und machen Hauszustellungen. Also wir sind im Bezirk Bruckmühls-Zuschlag unterwegs, am Vormittag hier im Geschäft im ECE mit wenig Kundschaft und am Nachmittag sind wir im Bezirk Bruckmühls-Zuschlag unterwegs und machen wirklich Hauszustellungen und beliefern die Leute vor Ort. Und wie wird das angenommen? Es wird sehr gut angenommen. Die Leute sind sehr froh darüber, dass sie mit Grundnahrungsmitteln aus der bäuerlichen Produktion in Mürztal gut versorgt werden von uns. Und von den Produkten her gibt es keinen Engpass, das heißt, Sie haben genügend, was Sie den Kunden zustellen können? Wir kurbeln jeden Tag, dass es keine Engpässe gibt, sondern dass wir das wirklich gewährleisten können. Ja? Wir wachsen gerade enger zusammen, also wir haben die Produktvielfalt da, wir haben eigentlich von jedem Produkt ausreichend da, wir werden des Öfteren jetzt die Woche beliefert, also sollte es, es passt, definitiv. Inwieweit hat sich für Sie jetzt in dieser Situation verändert, dass Sie sagen, das ist doch jetzt ein anderes Abhandeln des Alltags? Es hat sich definitiv verändert. Also man muss sich auf den Kunden neu einstellen, natürlich auch auf den Mitarbeiter neu einstellen. Ein bisschen feinfühliger sein den ganzen Tag, also wirklich so ein bisschen sensibilisieren und sagen, so schauen wir aus, wir haben genügend Ware. Also diese Hamsterkäufe sind in keinerlei Weise mehr notwendig. Wir sind immer da und das sollte man halt den Kunden ein bisschen sagen und auch den Mitarbeiter. Gibt es in puncto Hygiene jetzt gewisse Veränderungen? Natürlich. Also Punkt der Hygiene, wir mindestens einen Meter Sicherheitsabstand zwischen den Mitarbeitern und den Kunden. Wir installieren ab sofort an den Kassen Plexiglas-Trennwände, um da unsere Mitarbeiter zu schützen. Wir tragen während der Arbeit an den Kassenbereichen auch noch sogenannte Schutzhelme, also die kann der Mitarbeiter auf freiwilliger Basis tragen. Wir haben Handschuhe, wir haben erhöhte Desinfektionsmittel. Wir schauen schon sehr, sehr stark drauf. Und die Mitarbeiter gehen mit der Situation auch gelassen um? Genau, die gehen damit um. Also sie wissen, wir sind dafür da, dass Österreich, also dieses Rad weiter am Laufen bleibt. Es sind wirklich alle da, es sind alle motiviert und diese zu schützenden Personen wie Schwangere etc., die haben wir natürlich dienstfreigestellt, also die können bezahlt zu Hause bleiben und da schauen wir natürlich auf unsere Mitarbeiter, weil die brauchen wir noch in Zukunft. Man versichert immer wieder, genug auf Lager zu haben, daher ist Hamstern nicht notwendig und es sollte auch in diesen Zeiten heißen, frisch schmeckt's am besten.
Nicht nur die Wirtschaft, auch der Sport und deren Vereine leiden unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Spiele finden nicht statt, die Einnahmen durch die Zuschauer und auch die Trainingseinheiten fehlen. Wie schaut es jetzt generell im Sport aus? Wie schaut es beim KSV aus? Wie schaut die Situation im Sport, im Fußball aus? Im Fußball ist mehr oder weniger der totale Stillstand. Die Regierung hat ja das sehr eindringlich auch mitgeteilt. Sollten Sie irgendwelche Jugendliche trainieren sehen, dann werden Sie die Förderungen sperren. Hat ja der Vizekanzler Kogler sehr, sagen wir, emotional ausrichten lassen. Aber natürlich ist es notwendig, dass man diese Regeln striktest einhält. Wir in Österreich waren ja hier, sagen wir, relativ schnell unterwegs. In anderen Ligen wurde noch gespielt, beziehungsweise sogar noch mit 50.000, 60.000 Zusehern. Da war bei uns schon der Stopp da. Ich glaube, da wurde schnell und sehr aktiv reagiert. Für den Fußballsport im Speziellen ist es natürlich eine sehr schwierige Situation. Die Leute sind alle zu Hause, beziehungsweise die Profis oder die Halbprofis. Bei uns ist die Akademie zum Beispiel gesperrt, auch in anderen Bundesländern. Die Jugend sitzt zu Hause und muss sich jetzt mit Heimprogramm so quasi fit halten. Für die Profivereine ist natürlich schon einiges am Spielen. Also die Einnahmen brechen natürlich weg. Und bei der Situation jetzt im Profigeschäft, wo doch relativ viel Fernsehgeld bezahlt wird, ist es momentan so, dass man einmal zuwartet und zuwartet, weil sonst würden ja die Fernsehanstalten bzw. die Verträge von seitens der Clubs gebrochen werden. Somit bleibt uns gar nichts anderes über, abzuwarten, wie ist die Entscheidung der Regierung. Und ja, manche hoffen und glauben noch, dass wir dann im Mai starten können. Dann würden wir im Mai und im Juni die Profiligen, sage ich mal, abschließen. Bei den Amateurligen weiß ich nicht genau, wie die dann das machen. Wenn es im Mai losgeht, wahrscheinlich werden sie auch zu spielen beginnen. Aber so ist die Situation. Also das steht einmal so, ich würde einmal so meinen 50-50. Wobei ich glaube, dass es eher so sein wird, dass diese Saison nicht mehr gestartet wird. Und dann muss man halt mal, dann kommen wieder die neuen Diskussionen. Wie wird gewertet? Totalabbruch. Wer steigt auf, wer steigt ab? Das sind alles ganz wichtige Dinge, die in den nächsten Wochen da noch zu diskutieren sind. Jetzt ist es so, es gibt ja gewisse Förderpakete für die Wirtschaft. Wie schaut es bei den Vereinen aus, bei den Fußball? Die haben ja auch Verluste durch die Stehzeit. Ist da auch irgendwas vorgesehen? Ja, die Fußballvereine sind eigentlich genauso wie ein normaler Wirtschaftsverein. Also die Leute, die Fußballer sind ja alle gemeldet, also in dem Fall als Arbeiter gemeldet, die meisten, einige als Angestellte sozusagen. Da gibt es dann auch die Fußballgewerkschaft, wo es ein Übereinkommen gibt. Und hier haben viele Vereine schon die Kurzarbeit angemeldet, weil ja die Spieler mehr oder weniger zu Hause sitzen, dann die Verantwortlichen, die Trainer und die ganzen Menschen, die da mit dem Fußball noch zu tun haben jeden Tag, da geht es um Hunderte oder um Tausende Arbeitsplätze. Ja. Wie schaut es denn bei den Vereinen aus? Überleben die das? Na, es ist einmal so, wenn die Vereine das Fernsehgeld nicht bekommen würden, wenn die Fernsehanstalten sagen, beziehungsweise in dem Fall Sky, wir haben euch schon was bezahlt, beziehungsweise wir bekommen jetzt keine Leistung, entweder Geld zurück oder wie immer, dann wird es, sage ich mal, 50% der Vereine oder sogar mehr werden es sehr schwer haben, weil wenn diese Einkommen nicht da sind, dann hast du zumindest einen schweren Einbruch im Budget. Deswegen gibt es jetzt die sogenannten Stresstests und die Vereine werden das jetzt alles neu überarbeiten und berechnen. Und dann hoffe ich, dass das sehr viele überleben können. Liebe Lorenzerinnen, liebe Lorenzer,
Liebe Jugendliche, liebe Kinder, mit dieser Botschaft möchte ich Sie über den aktuellen Stand in St. Lorenzen in Würztal bezüglich des Coronaviruses informieren. Wie Sie aus vielen Medienberichten erfahren haben, haben wir zurzeit eine Situation, die es bis dato in unserem Land Österreich, in Europa und auf der ganzen Welt noch nicht gegeben hat. Diese Situation schränkt das öffentliche Leben weitestgehend ein. Diese Situation erfordert neue, entschlossene Maßnahmen, die von der Bundesregierung beschlossen wurden. Wir in der Gemeinde haben die Aufgabe, diese neuen formulierten Gesetze umzusetzen und Sie darüber in Kenntnis zu setzen. Wir haben eine Reihe von Maßnahmen bei uns in der Gemeinde beschlossen. Diese Maßnahmen sind Momentaufnahmen, das heißt, diese Maßnahmen können relativ in einer kurzen Zeit wieder ergänzt bzw. neu formuliert werden. Aber zurzeit haben wir Maßnahmen, die ich Ihnen hier ein bisschen näher bringen möchte. Wir haben den Betrieb in unserem Gemeindeamt reduziert. Die Amtsstunden sind zurzeit von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr. Das heißt, wir haben eingeschränkten Amtsbetrieb und ich möchte Sie bitten, die Amtsgeschäfte, die aufschiebbar sind, zurzeit nicht zu erledigen. Kommen Sie zu uns aufs Amt nur, wenn es unaufschiebbare Amtswege sind. Bitte beachten Sie diese Aufforderung. Sie schützen sich selbst und Sie schützen auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben für Sie den Postpartner offen. Der Postpartner hat die Öffnungszeiten von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr. Und wir haben auch alle Informationen, die jetzt neu betreffen, auf einer provisorischen Amtstafel vor dem Gemeindehaus installiert, beziehungsweise alle neuen Informationen, die für Sie wichtig sind, sind auch auf unserer Homepage zu finden. Die Homepage ist unter www.stlorenzen.at abrufbar. Im Zuge der Maßnahmen müssen wir auch zurzeit unser Arzstoffsammelzentrum schließen. Es ist zurzeit keine Anlieferung möglich. Wir bitten Sie um Verständnis. Außerdem werden unsere Außenarbeiten im Wirtschaftshof auf das geringstmögliche Ausmaß eingeschränkt. Zur Kinderbetreuung kann ich sagen, dass der Kindergarten und die Kinderkrippe das Betreuungsangebot aufrechterhalten. Sie können ihre Kinder dort zur Betreuung bringen. Die Informationen über die Öffnungszeiten entnehmen Sie bitte vor Ort an den Anschlagtafeln. Die Volksschule ist ebenso verpflichtet, Betreuung anzubieten. Auch hier können Sie die Information vor Ort an der Infotafel entnehmen. Ständig in Kontakt bin ich mit unserer übergeordneten Behörde, das ist die BH Putnitz Zuschlag, und mit unseren Einsatzkräften der Feuerwehr, der Rettung und der Polizei. Auch diese Einsatzorganisationen haben sich auf die Situation eingestellt und stehen ebenso bei Bedarf zur Verfügung, um hier ihre Hilfe anzubieten. Als einen wesentlichen Punkt zur Verbesserung der Situation möchte ich eine Hilfestellung anbieten von Seiten der Gemeinde, um Ihnen Einkäufe, Besorgung von Medikamenten oder Kinderbetreuung zu erleichtern bzw. zu ermöglichen. Es gibt Bürgerinnen und Bürger, die ihre Hilfe angeboten haben, um hier mitzuwirken und mitzuhelfen, um die Versorgung aufrechtzuerhalten.
Ich möchte Sie bitten, wenn Sie Bedürfnisse haben, wenn Sie etwas brauchen, dass Sie sich bei uns auf der Gemeinde melden, dass Sie uns kontaktieren, telefonisch unter 0834 63 23 22 oder per E-Mail gte@estelorenzen.at. Wir werden unseren Beitrag dazu leisten, um Sie bestmöglich zu versorgen. Außerhalb unserer Amtsstunden bin ich persönlich für Sie erreichbar. Sie erreichen mich unter der Mobilnummer 0699 15 23 22 12 oder Sie schicken mir eine E-Mail unter bgm@estelorenzen.at. Diese Informationen, die ich Ihnen vorab gegeben habe, erhalten Sie ebenso über eine Postwurfsendung, die bereits an Sie unterwegs ist. In diesen schwierigen Zeiten ist es wichtig, dass wir als Gemeinde zusammenhalten, damit wir auch diese Krise meistern können. Es ist deshalb wesentlich, sich an die Vorgaben der Regierung zu halten, möglichst zu Hause zu bleiben, persönliche Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren und informiert zu bleiben. Auch wenn die nächsten Wochen eine Herausforderung für uns alle werden, bin ich zuversichtlich, dass wir das gemeinsam schaffen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund. Durchatmen heißt es bei Dr. Stefan Karatanassis, HNO-Arzt in Bietz-Kapfenberg. Der gebürtige Leobner gilt als eine Koryphäe in der Hals-Nasen-Ohren-Medizin. Wir sind hier in Kapfenberg als HNO-Ordination schon seit circa fast 6 Jahren und versorgen diese Region HNO-ärztlich. Zu uns kommen die Patienten mit allen verschiedensten Problemen, kleine und große natürlich. Ob das jetzt ein Dauerschnupfen ist, der allergiemäßig abgeklärt werden muss, oder ob das jetzt eine chronische Heiserkeit ist, die man natürlich auch abklären muss hinsichtlich ein eventuell bestehendes Karzinom. Als HNO-Kassenarzt hier in Kapfenberg versorgen wir natürlich die HNO-Patienten, die zu uns kommen. Wir können auch ein richtiges Package, also ein Paket anbieten mit präoperativer Untersuchung, mit der Operation. Ich operiere einmal in der Woche in Graz, habe dort meinen fixen Operationstag und natürlich übernehme ich dann auch selbstverständlich die Nachsorge meiner Patienten. JobMed Personalservice bietet seit vielen Jahren vertrauensvolle und professionelle Personaldienstleistungen. Wir wissen daher, wie wichtig die richtigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für den Erfolg eines Unternehmens sind und sehen uns als professionelles Bindeglied zwischen Arbeitgebern und Jobsuchenden. Wir betreuen engagiert und mit höchster Qualität über 400 zufriedene Kunden an neuen Standorten in ganz Österreich und beschäftigen jährlich rund 1000 Mitarbeiter in allen wichtigen Bereichen der Wirtschaft. Wir freuen uns, auch Sie in der Filiale Kapfenberg beraten und überzeugen zu dürfen. All unsere Kontaktdaten, Stellenangebote und nähere Informationen zu unserem Unternehmen finden Sie auf unserer Website unter www.jobmed.at. Relax with you it! Der Coronavirus hat alle Sparten fest im Griff. Die Wirtschaft ist dabei besonders gefordert. Auch im Bezirk Bruck kostet die Pandemie nicht nur Arbeitsplätze, auch der finanzielle Verlust ist es, die viele Wirtschaftstreibende zurzeit zu verkraften haben. Wie schaut's in Bruck aus? Naja, eigentlich so wie in ganz Österreich. Also
Ganz besonders betroffen sind natürlich die Gastronomiebetriebe, weil die haben ja eigentlich null Umsatz. Viele Betriebe haben für die Sommersaison oder für die Frühjahrssaison schon eingekauft. Ich spreche jetzt nur zum Beispiel für das Eissalon und Tötling. Die haben jede Menge an Material jetzt eingekauft, bezahlen müssen. Und so geht es natürlich auch vielen anderen in dieser Branche. Das ist natürlich, sage ich mal, ein herber Rückschlag. Und da gibt es nur eines, alles auszunutzen, was möglich ist seitens der Wirtschaftskammer in Zusammenarbeit mit den Banken, dass man sagt, man kommt einmal Stundungen bzw. Überbrückungskredite und da wird gute Arbeit geleistet. Wo wird und kann die Wirtschaftskammer jetzt eingreifen? Welche Möglichkeiten hat sie? Ja, die Wirtschaftskammer hat einmal mit der Regierung in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern sozusagen diese Projekte erarbeitet. Das wird ja dann immer von Tag zu Tag nachgebessert. Es gibt ja dann viele Einzelfragen, die noch nachgebessert gehören, aber das funktioniert sehr gut. Und wir bekommen täglich neue sag ich mal, Erkenntnisse. Und die Leute sollen sich hier bei uns melden, beziehungsweise dann in Zusammenarbeit mit ihren Banken. Da gibt es dann mit der Bank, mit der Kammer die entsprechenden Formulare, wo das dann gemeinsam abgearbeitet wird und das ist der schnellste und einfachste Weg. Und in Bruck an der Mur läuft das Ganze jetzt über die Wirtschaftskammer beziehungsweise so wie jetzt die Situation ist, so einigermaßen gut? Ja, die beiden Damen oder beziehungsweise unser Büro ist ja voll besetzt. Und ja, wir sind hier heraus, weil wir natürlich die Sicherheitsregeln strengst einhalten. Die Leute können hier anrufen bzw. werden dann an die entsprechenden Details und Innungen verwiesen. Und soweit ich war heute in der Früh im Haus hier und ja, es läutet das Telefon praktisch im Tausch. Und dieses Zusatzservice, das was jetzt angeboten wird, wird angenommen? Wird sehr gut angenommen und die Leute sind natürlich froh, dass sie dann Auskunft bekommen, beziehungsweise dann die speziellen Fragen an die speziellen Innungen dann weitergegeben werden. Es gibt ja wirklich viele Details. Man kann es ja gar nicht glauben, welche Fragen da kommen, aber es wird alles aufgenommen und bis jetzt habe ich nur positive Rückmeldungen. Wie wäre jetzt ihr von der Wirtschaftskammer auf diese doch täglichen Änderungen informiert? Na, wir bekommen immer schon in der Früh die neuen Daten zugesandt, beziehungsweise per Mail. Heute ist das mit dieser Technik sehr rasch und das geht ja sehr einfach. Und viele Leute arbeiten ja von zu Hause aus. Also es hat sich eigentlich in den letzten 5 bis 10 Tagen die Wirtschaft komplett gewandelt. Viele Leute sitzen zu Hause. Aufgrund der neuen Technik ist ja eine schnelle Information natürlich äußerst positiv und schnell machbar. Hörverlust beeinträchtigt die Lebensqualität im Alltag. Neurodt sorgt für Abhilfe. Herzlich willkommen bei der Firma Neurodt beim BITZ in Kapfenberg. Wir sind ein Team von 3 Akustikern und mir als Bedakustiker und Hörgerätemeister. Wir begleiten unsere Kunden mit Einfühlungsvermögen und mit Freude, dass sie wieder am Leben besser teilnehmen können. Das ist für uns ganz wichtig. Ein Besuch bei Neurodt gibt Aufschluss, was für Sie am besten wäre. Wir machen auch kostenlose Hörtests, Erstberatungen, reparieren unsere Hörgeräte auch selber teilweise, machen Farbberatungen zusätzlich dazu, dass die Hörgeräte einfach nicht mehr als Manko gesehen werden. Dass sie einfach ein Teil wie eine Brille zu unseren Kunden dazugehört. Die Technik hat sich enorm weiterentwickelt. Die Hörgerätetechnologie ist extrem klein. Es sind Spitzen, Hochleistungshörgeräte, ja, in ganz kleinen Computerformat. Auch die Kleinsten finden bei Neurodt im BITZ Kapfenberg Gehör. Auch Kinder brauchen manchmal unsere Hilfe und wir sind spezialisiert auf unsere Kleinsten. Hörverlust, was wäre die beste Lösung? Kommen Sie zu uns ins BITZ Kapfenberg, da sind wir mit unserem Team. Thank you.
herzliches Grüß Gott, meine Damen und Herren. Mein Name ist Johann Kügerl. Ich bin Direktor hier in der Musikschule Bruck an der Mur. Im Moment steht in Österreich das öffentliche Leben still. Es gibt keine Konzerte. Sämtliche Schulen sind geschlossen. Davon betroffen ist auch unsere Musikschule hier in Bruck an der Mur. Michael Lacker, unser Klavierlehrer, hatte eine wunderbare Idee. Er meinte, wir könnten unsere Schülerinnen und Schüler dazu gewinnen, zu Hause von sich selbst Videos zu machen, wie sie musizieren. Diese Videos sammeln und dann sozusagen ihnen zu Hause ein kleines Konzert bereiten. Ich hoffe, dass Ihnen das gefallen wird. Thank you.
Danke meiner musikalischen Jugend für diese tollen Beiträge. Ich hoffe, dass Ihnen das Konzert gefallen hat. Bleiben Sie gesund, alles Gute.